Willkommen zu einem neuen Video, heute zu einer Royal Quiet Deluxe von 1952. Und ja, heute geht es wieder um eine amerikanische Maschine aus den 50ern. Das ist jetzt eine Maschine, die auch in den USA gebaut wurde. Das steht zum einen hinten drauf und zum anderen hat sie eine QWERTY-Tastatur. Dementsprechend hat es auch keine Umlaute und kein scharfes S. Aber für die meisten macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber ja, heute geht es um diese Royal Quiet Deluxe, eine Portable-Schreibmaschine von Royal. Und ja, die Maschine hat eine lange Entwicklungszeit hinter sich. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Typewriter Database geht, dann sieht man, wie die Kofferschreibmaschinen von Royal immer weiter und weiter entwickelt wurden. Nicht nur von den Funktionen her, sondern auch vom Design. Und so ist man zum Beispiel dazu gekommen, dass es 1952 schon eine Maschine gab, also von Royal, mit Farbschalter, mit Tabulator, Sitztabulator mit fliegendem Randeinsteller und ja, Anschlagsregler, alles was man braucht. In einem schönen Design meiner Meinung nach. Aber ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Erikas anschaut, hier steht jetzt zum Beispiel ja, zufälligerweise eine M. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die M anschaut, die ist immer noch wesentlich weiterentwickelt und schreibt noch deutlich besser, obwohl jetzt die hier zum Beispiel von 1939 kommt. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Heute geht es um die Royal. Aber wie man sieht, der Zustand dieser Royal. Ich bräuchte hier eigentlich mal so einen Pizzateller, den man dann so drehen kann, aber irgendwie habe ich den noch nicht. Die Royal ist in einem wirklich optisch sehr, sehr schönen Zustand. Hin und wieder hat sie auf dem Lack ein paar Tintenflecke, glaube ich. Also hier ist zum Beispiel was hinten. Aber das möchte ich jetzt nicht irgendwie mit Chemikalien wegmachen, weil ich sonst den ganzen Lack kaputt mache. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal drauf, aber ist ja auch halb so schlimm. Mechanisch hat bei der Maschine einiges nicht funktioniert. Zum einen war die Umschaltung komplett falsch eingestellt. Also ich habe da auch irgendwo ein Bild, wie ich was geschrieben habe. Die waren gar nicht auf einer Höhe, die Buchstaben. Und das Problem bei dieser Maschine ist, dass es mehr oder weniger seit langem die erste Maschine ist, die ich nicht richtig reparieren konnte. Also irgendwas blockiert das Segment, dass es nicht mehr ganz hochfahren kann. Und deswegen konnte man die Umschaltung nicht richtig einstellen. Deswegen musste ich hier zum Beispiel auch eine Feder etwas zusammenpfuschen, dass sie ein bisschen mehr Spannung hat, dass das Segment über diesen Widerstand rüberkommt. Und ja, das Umschalten auch wieder halbwegs gut funktioniert. Jetzt schreibt sie wieder gut. Allerdings, ja, wie schon gesagt, die eine Feder ist ein bisschen zusammengepfuscht, aber ansonsten schreibt sie wieder perfekt. Also ich habe da wirklich viele Tage dran gesucht und nicht herausgefunden, wo das Segment jetzt hängt. Aber ich glaube, damit muss man jetzt leben, denn das Problem ist nicht sehr leicht zu beheben. Ja, ansonsten kommen wir jetzt mal zu den Funktionen dieser Royal, denn die sind ja, etwas anders als bei deutschen Maschinen, finde ich. Also erstmal wieder zur Tastatur. Hier vorne gibt es natürlich den größten Teil der Funktion, zum einen die Tasten. Wie schon gesagt, hat die Maschine eine QWERTY-Tastatur. Und keine Umlaute. Was mir bei der Tastatur aber sehr gut gefällt, ist, dass alle Tasten, alle Zahlen so angeordnet sind, dass man nicht immer umschalten muss. Zum Beispiel gibt es 0 und dafür keine 1. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, weil man ohne umzuschalten einfach alle Zahlen von 0 bis 9 schreiben kann. Also ein 1, kleines L, dann die ganz normalen Zahlen weiter. Hätte man jetzt zum Beispiel eine 1 und keine 0, dann müsste man immer umschalten, um eine 0 zu schreiben. Das gefällt mir bei der Maschine sehr gut, dass man das hier nicht machen muss. Links und rechts gibt es die Umschalttaste, wie schon gesagt, Segmentumschaltung. Links dann nochmal die Rücktaste und direkt über der Rücktaste hier ein kleines Fenster mit einem Hebel. Hiermit ändert man die Aufspulrichtung. Und hier rechts ist übrigens auch noch der Farbschalter. Was ich jetzt noch sagen möchte, ist, dass wenn man hier dieses Blech hier vorne rausbauen will, dann sind hier unten drei Schrauben. Aber bevor man die oder wenn man die gelöst hat, dann kann man nicht einfach das Blech nach vorne wegziehen, sondern man muss dementsprechend auch diese Hebel hier mit einem, ich glaube, 4er Maulschlüssel hier hinten einmal lösen. Oder einfach eine Zange, das geht auch. Und dann kann man hier diese Knöpfe einfach rausdrehen. Also einfach rausziehen, klappt bei der Maschine leider nicht. Ja, hier vorne hat man nochmal diesen Royal-Schriftzug. Schön in Chrom. Allgemein hier diese Chrom-Elemente, die gefallen mir relativ gut bei der Maschine. Dann hat sie auch ein bisschen Kontrast und das finde ich sehr schön. Rechts gibt es dann hier nochmal den Farbschalter, wie schon gesagt. Ganz rechts ist neutral, dann kommt schwarz und dann kommt rot, also ganz normale Anordnung. Direkt unter dem Farbschalter hat man dann hier einmal den Tab, da steht ganz normal, den Tabulator, da steht ganz normal Tab drauf. Den kann man einfach runterdrücken.
Muss aber darauf achten, dass er den Tabulator, die Taste ganz runter drückt, weil sonst rutscht die Schlitten teilweise einfach durch. Die Tabulator-Stops, die kann man sich, wenn man die Maschine umdreht, hier hinten einstellen. Auch hier, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Erika M zum Vergleich zieht. Ich glaube, die Erika M, die schlägt so alles, weil sie alt ist, aber trotzdem jede Funktion wirklich wie eine moderne Schreibmaschine hat. Die Erika M zum Beispiel, die hat einen Setztabulator. Diesen Setztabulator hat die Royale hier zum Beispiel nicht. Da muss man diese Stifte, also diese Stops, reindrücken und dann sicher gehen, dass sie auch einrasten. Und dazu muss man die Maschine halt immer umdrehen. Und ja, deshalb hat die Erika M jetzt zum Beispiel deutlich leichter mit dem Setztabulator. Und das ist auch beim Schreiben, beim Tabulator benutzen auch deutlich angenehmer, weil man dann die Maschine nicht immer umdrehen muss, nicht Stopp setzen muss. Und ja, also das ist auf jeden Fall besser gemacht bei der Erika. Ja, unter dem Tabulator hat man hier einmal eine Taste auf der MAR, nächste Zeile REL steht. Das steht für Margin Release, also den Randauslöser. Wenn man am Ende von seinem Rand angekommen ist, dann kann man ganz normal weiterschreiben. Ja, apropos Rand, das kann ich auch jetzt schon erklären. Hier hinten gibt es zwei Tasten, da steht Magic Trademark Margin. Und ja, das heißt mehr oder weniger einfach fliegender Randeinsteller. Den habe ich jetzt schon in jedem Video erklärt. Bei einer Maschine, die denn diese Art von Rand hat. Hier drückt man einfach die Taste an der Stelle runter, wo man den Rand haben will. Ja, zum Beispiel auf der 10. So. Ja, 10 ist so. Jetzt drücke ich einfach die Taste runter und der Rand ist gesetzt. Das heißt, jetzt ist der Rand bei 10. Wenn ich jetzt hier den Rand zum Beispiel 60 haben will, ungefähr, dann drücke ich jetzt den rechten Rand. Und jetzt ist der rechte Rand eingestellt. Will ich den Rand wieder komplett zurücksetzen, also auf 0 und ganz rechts auf, keine Ahnung, 380, dann nimmt man den Wagen, am besten noch mit Wagenlöser, drückt dann die Taste runter, hält sie gedrückt und schiebt den Wagen ganz auf Anschlag runter. Das macht man dann mit beiden Seiten, auch hier. Und das war's. Jetzt sind die Ränder komplett weg. Ja, ganz unten nochmal die Leertaste, ganz normal. Ansonsten gibt es hier keine weiteren Funktionen, allerdings gibt es hier Auffälligkeiten beim Punkt und Komma, denn hier gibt es, wenn man umschaltet, nochmal Punkt und Komma, also genau gleich wie wenn man nicht umschaltet. Und das ist dazu da, wenn man jetzt zum Beispiel etwas in Caps Lock schreibt und dann einfach einen Punkt machen will, dann muss er nicht von Caps Lock runtergehen, sondern kann einfach ganz normal Punkt oder Komma schreiben. Das unterscheidet sich nicht vom nicht umgeschalteten Punkt oder Komma. Ja, kommen wir jetzt mal zum Deckel. Den Deckel kann man einfach umklappen. Was mich hier ein bisschen nervt, ist, der rastet gar nicht ein. Und wenn man hier jetzt irgendwas machen will, das ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Umschaltung einstellt beim Segment, das ist extrem nervig. Wenn man hier irgendwas macht, dann fällt das die ganze Zeit runter. Ich habe das schon aus Frust einfach abgebaut. Also diesen ganzen Deckel. Da muss ich hier zwei Schrauben lösen und hinten nochmal vier. Und ja, das hat mich ein bisschen genervt. Ansonsten links hier der Anschlagsregler, Touch Control steht da drauf. Es gibt 9 Stufen, allerdings rasten die nicht ein, sondern das ist stufenlos. Die kann man einfach hin und her schieben. Dann gibt es hier ganz normal Farbband, Spulen und Farbbänder. Gruppe 1, Farbbänder passen rein, Farbband, Spulen passen rein und 13 mm Farbbänder. Ansonsten gibt es darin keine weiteren Funktionen, ganz normal die Typenhebel. Und ja, ansonsten gibt es hier nichts weiteres. Den Deckel kann man auch wieder ganz normal schließen. Schaut man sich die Seiten an, gibt es ja auch keine weiteren Funktionen. Nur das Gehäuse. Auf der Rückseite steht nochmal was drauf: Royal. Dann halt, ja, der typische Royal-Schriftzug. Dann kommen wir jetzt mal zu den Funktionen des Wagens. Also die Randeinsteller habe ich ja gerade schon gezeigt. Hier vorne gibt es dann diese Papierfixierung, die man in drei Stellungen bringen kann. Einmal auf der Walze, dann nach vorne gezogen, wenn man jetzt das Papier durchführen will, und einmal nach oben geklappt. Hier gibt es zwei Gummirollen drauf und das ist auch skaliert und geht bis, ja, so 83. Dann hat man hier den rechten Walzenringknopf, kann man ganz normal drehen, und den Wagenlöser. Hier ist ein kleiner Hebel direkt neben dem Walzenringknopf. Dann hat man hier oben den Papierlöser. Was mir hier auffällt, ich habe da irgendwie nicht so viel Vertrauen drin in den Papierlöser, denn zum einen gibt es jetzt sehr viel Leerspiel, also das ist alles Leerspiel, wo nichts bedient wird am Papierlöser. Und wenn man den dann hier ab dem Widerstand vorne drückt, ist hier das der kurze Weg und da ist gefühlt gar kein Widerstand dazwischen. Also der Papierlöser ist hier wirklich
sehr, sehr leicht und ich bin schon ein bisschen zu leicht, aber vielleicht liegt es auch nur an der Maschine. Jedenfalls zieht sie das Papier gut ein und hält es auch gut drin. Hinten gibt es nämlich hier einmal nochmal eine Skalierung hinter der Walze. Ich hoffe, ihr kennt es, da ist eine Skalierung. Und zum Schluss hat man hier oben nochmal eine Quiet Deluxe Aufschrift. Und diesen ganzen Teil kann man übrigens auch umklappen. Und jetzt sieht man hier auch, wie der fliegende Randeinsteller funktioniert. Kann man auch von Hand hin und her bewegen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Rand drücke, dann rutscht es hier so rüber. Und ja, hier kann man den fliegenden Randeinsteller einfach mal anschauen. Ansonsten kann man das hier wieder umklappen und man sieht es ja schon, gibt es auch eine V-förmige Papierschlitze. Die klappt man einfach nach oben um und ich finde diese V-förmigen Papierschlitzen, die haben irgendwas, die sehen immer ganz schön aus. Dann hat man links nochmal eine Papiereinfüllhilfe, die kann man ja, bis ungefähr 14 rüberschieben. Und ja, auf der linken Seite des Wagens ganz normal Zeilenschalter, was hier übrigens auch auffällig ist. Es gibt keine eineinhalbfachen Zeilen, also dass, wenn man jetzt bei der deutschen Schreibmaschine zum Beispiel eine neue Zeile macht, dass dann dreimal knackst. Hier gibt es entweder einmal knacksen oder zweimal knacksen. Und einmal knacksen ist hier schon eine ganze Zeile und da musst du auch drauf achten, weil ja, diese eineinhalbfachen Zeilenabstände, die sind doch oft sehr hilfreich, wenn man irgendwas zwischen die Zeilen schreiben will. Irgendeine Ergänzung, das geht hier halt nicht. Dann habe ich hier einmal den stufenlosen Zeilenschalter und direkt davor den Zeilenabstandseinsteller. Hier gibt es drei Stufen, also 1, 2 und 3. Und die dritte Stufe ist hier im Endeffekt, wie wenn es jetzt zum Beispiel an einer normalen Schreibmaschine 6-mal knacksen würde. Also das ist doch schon sehr viel. Und so ein Zeilenabstand, den muss man erstmal schreiben. Dann gibt es hier rechts nochmal den linken Walzendrehknopf mit Walzenstechdrehfunktion. Also immerhin hat die Maschine das, das hat die Erika zwar auch, aber immerhin hat es auch die Royal. Ansonsten gibt es hier keine weiteren Funktionen. Dann kommen wir jetzt endlich mal zum Schreibtest. Ja, wie man sieht, ich mache wieder den Vergleich zu Erika, aber die Erika eben hat auch ein kräftigeres Schriftbild. Hier ist die Walze wirklich recht hart. Muss hier wahrscheinlich auch mehr als zwei Blatt benutzen. Was mir auch aufgefallen ist, jetzt nochmal beim Schreiben, damals ist mir das nicht so aufgefallen, aber die Glocke kommt wirklich sehr, sehr spät. Wenn die Glocke da ist, dann hat man noch so zwei, drei Zeichen, die man schreiben kann.
Und das ist wirklich sehr wenig, um das Wort auch zu beenden. Da sind die englischen Silben oder irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich etwas kürzer. Aber ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Vom Schreibtippgefühl schreibt sich die Maschine doch ganz in Ordnung. Na klar, wenn man eine Querztastatur hat, ist deutlich leichter, weil man hat es, glaube ich, gesehen, bei Royal musste ich immer ein bisschen nachdenken, wo das Y ist. Und wenn ich am Zeilenende war und jetzt einen Bindestrich schreiben wollte, dann bin ich schon von deutschen Tastaturen gewöhnt. Ich drücke welche unten hin, aber dabei ist es Minus hier oben. Da habe ich auch einen Tippfehler gemacht im ganzen Text hier. Aber ansonsten finde ich die Maschine wirklich optisch vom Design her wirklich sehr schön. Vielleicht noch eine Farbkombination wäre ganz hübsch bei der Maschine. Hier so einfarbig sieht es natürlich auch ganz schön aus. Aber auch vom Schreiben und von der Funktion finde ich die Maschine doch auch ganz in Ordnung. Musste aufpassen, dass man hier eine Walze in gutem Zustand bekommt. Hier, die hat auch irgendjemand mal angeraut. Mit der Pfeile, also hier sind überall so Kratzer drin. Aber ansonsten finde ich das doch eine ganz ordentliche Schreibmaschine. Aber ja, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.